Joachim Ringelnatz, Einsiedlers heiliger Abend. Ich habe in den Weihnachtstagen, ich weiß auch warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen, der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein. Und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, ihn abends noch spät mit Löffeln, Gabeln und Trichter und anderem blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe mit Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und litt seinen Dreck und sang aus burgundernder Kehle das Pfannenflickerlied und pries mit bewundernder Seele alles das, was ich mied. Es glimmte Petroleum betrunken, später der Lampendocht, ich saß in Gedanken versunken, da hat's an die Türe gepocht und pochte wieder und wieder, es konnte das Christkind sein und klang's nicht wie Weihnachtslieder, ich aber rief nicht herein. Ich zog mich aus und ging leise zu Bett, ohne Angst, ohne Spott, und dankte auf krumme Weise, lallend, dem lieben Gott. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, der Weihnachtsabend, der heilige Abend, hat viele schöne Traditionen, aber er hat auch eine etwas schwierige. Am 24. Dezember wird nämlich, zumindest in Deutschland, überall nicht Theater gespielt. Und ich weiß, dass es Leute gibt, Menschen hier in unserem Land, die das durchaus bedauern, die auch am Heiligen Abend gern ins Theater gingen. Vielleicht weniger, um Kunst zu sehen, um Stücke zu sehen oder Musik zu hören, sondern um andere Menschen zu treffen. Und ich hoffe für Sie alle, die uns hier hören, dass Sie diesen Abend mit Freunden, mit Ihrer Familie verbringen können, in einer fröhlichen Runde, in einer besinnlichen Runde, mit möglichst wenig Geschenken, mit möglichst wenig großem Essen und Tamtam, aber in einer friedlichen Zusammenkunft. Und das wünsche ich Ihnen für dieses Fest, das wünsche ich Ihnen für das kommende Jahr. Und ich wünsche mir vor allem natürlich, dass Sie diese schönen Abende gemeinsam mit uns hier im Theater Rudolstadt begehen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie friedlich und bleiben Sie einander zugeneigt.